Die Regenbogen. Wetterschule. Bei Regen ärgerst du dich, weil du im Haus bleiben musst. Doch Regen ist sehr wichtig, denn ohne ihn könnte keine Pflanze wachsen. Ich zeige dir jetzt, wie so ein Regenschauer entsteht. Die Sonne spielt dabei eine sehr wichtige Rolle. Mal sehen, ob der Baumus buntus danach wächst. Ohne die Sonne gäbe es nämlich auch keinen Regen. Wenn die Sonnenstrahlen auf Seen oder das Meer treffen, wird das Wasser an diesen Stellen wärmer. An der Oberfläche steigen winzige Wasserteilchen auf. Die sind aber so klein, dass du sie nicht sehen kannst. Sie werden immer leichter und steigen immer höher. Auf dem Weg nach oben wird die Luft um die Wasserteilchen herum kälter. Wenn ihnen zu kalt wird, rücken sie enger zusammen und verbinden sich zu Wolken. Es kommen ständig weitere Wasserteilchen von unten dazu, bis es in der Wolke so eng wird, dass sie sich zu kleinen Tropfen verbinden. Die Tropfen werden immer dicker, bis sie zu schwer sind und aus der Wolke fallen. Das heißt dann Regen. Komm, wir machen auch so einen Regenschauer.